So. Mich schön mit ein paar schönen Paprika-Kartoffelchips vollgestopft. Ich bin eine Naschkatze, das gebe ich zu. Und mit diesen Worten geht's weiter zum nächsten Level hier in Hills Volcano World. Holla, Rex. Du gefällst mir nicht. Du auch nicht. Bumm. Hahaha. Ich mag euch alle nicht. Deshalb sollt ihr alle zur Hölle fahren. Ihr erst recht. Bumm. Fahrt alle zur Hölle. Geht doch. Haha. So. Sag mal, wie easy ist dieses Level denn eigentlich? Weil bisher, was ich bisher jetzt zu tun habe, ist, da oben ist Bill. Weiß Gott, warum gerade da? Und ein Pipe? Right, ich muss da hin. So, ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Noch ein Yin-Yang-Orb. Ah, ja. Und wir sind wieder über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Freiheit voll grenzenlos sein. Tja, ja, ja. Meine Mädels haben mir wieder einen kleinen Ohrwurm haben mir damals diesen kleinen Ohrwurm verpasst. Weil wir alle dieses eine Lied da über den Wolken so gehasst haben, haben wir das kurzerhand mal so ein bisschen verändert, sage ich mal so. Und das ging ungefähr so. Über den Wolken, ei, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, sagt Frau, blieben darunter verborgen. Und dann, muss die was hier groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. So klein! Tja, so haben sie das umgeschrieben. Not bad, sag ich nur. Aber jetzt sind ein paar meiner Mitschülerinnen auf wieder was Neues gestoßen. Ich wette, Charlie the Unicorn kennt jeder! Genauso wie das Lied Steck ne Banane in dein Ohr. Eine kleine reife Banane in dein Lieblingsohr hinein. Ja, dann haben sie kurzerhand den Bananenchor erfunden. So geil, ich hätte niemals gedacht, dass die Charlie the Unicorn kennen. Wieder was gelernt. Aber ich finde das awesome! Und du bist nicht awesome! Okay, das schmeckt mir nicht. Das sieht nicht gut aus! Jawoll! Boah, wie awesome bin ich. Oh nee, Bill gefällt mir nicht. Verschwinde! So, noch ein Pipe. Wieder ein Midpoint. Das finden wir doch mal sehr sozial von euch. So. Na, come on. Let me go! Und da sind auch jede Menge Watte, Bausche. Und Bild töten wir gerne. Okay, Brutus. Okay, das gefällt mir nicht. So, und wieder Bill? Sag mal, was ist das hier? Unter den Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Unter den Bedingungen kann ich nicht arbeiten.
Gott denn? Was soll die jetzt diese ganze Bill-Armee hier? What the fuck? Na, komm an. Lass mich durch, Brutus. Lass mich durch. Ich weiß, du willst mir nicht wehtun. Du bist doch ganz sozial. Nur weil ich meine Miku-Suite wieder verloren habe. Mano. Come on. Ich erinnere mich wieder an dieses eine Level. Es muss doch möglich sein, ohne Miku-Suite hier anzukommen. Ah. Ich schaff's sogar ohne Miku-Seed. So. And there's Kurakuma. And that makes me happy. And when I get happy, Musik is happy too. And when Musik is happy, Andre is happy too. And when Andre gets happy, everybody is happy. So, Leute. Gleich geht es weiter. Ich mache nur mal kurz Pause, um bis so weit zu kommen wie jetzt gerade eben, damit ich euch das Secret Exit zeigen kann. So. I did it bis hierhin again. Und jetzt zeige ich euch das Geheimnis des Secret Exits in diesem Level. Diese Schraube schraubt so lange runter. So lange runter, bis ein Weg frei ist. Ihr müsst wie ein Hammer agieren können. Und da ist ihr auch schon. Hi, Adult Okurakuma. How's it going? I'm happy to see you. Well, then. Aus zweites Secret Exit ist da. Und es gibt hier in dieser Welt keine Secret Exits mehr. Gott sei Dank. Naja, jedenfalls kurze Pause und dann geht es weiter mit dem ersten und Boss hier in Hills Volcano World. See ya, guys.